Außerdem ist vergangene Woche bei mir gelandet Dr. Terrors House of Horrors. Und es werden sich jetzt sicher einige fragen, warum ich von diesem Teil das Steelbook habe und nicht das Mediabook. Das ist relativ einfach zu beantworten. Meines Erachtens nach braucht man nicht wirklich von allem ein Mediabook. Und außerdem finde ich irgendwie einfach dieses Cover-Artwork von dem Steelbook, das zudem, wenn mich nicht alles täuscht, vorher angekündigt wurde, relativ cool. Jetzt, wo es bei mir gelandet ist, freut mich einerseits, dass es ein wirklich mattes Steelbook ist. Was mich überhaupt nicht freut, ist, dass es kein Spine-Design gibt, also dass es quasi keinen Filmtitel auf dem Spine gibt. Aber dafür bietet dieses Blu-ray-Steelbook etwas anderes, wofür natürlich einige von euch sicher sagen, sie nehmen es bereitwillig in Kauf, dass es kein Spine-Design gibt. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich habe die Steelbooks trotzdem immer quasi mit dem Spine voran im Regal stehen. Und wenn da kein Design, kein Titeldruck ist, dann ist es nervig. Aber dafür hat es das Label wirklich geschafft, ein durchgehendes Artwork zu machen, das vom Frontcover über den Spine auf das Backcover übergeht. Und das ist natürlich schon relativ genial, muss man wirklich sagen. Außerdem ist das Steelbook nummeriert auf 4000 Stück und durchnummeriert. Und zwar hier oben ist meine Nummer eingraviert. In meinem Fall die 2092. Eigentlich eine relativ coole Idee. Schauen wir mal nach innen. Da haben wir die Blu-ray. Wir haben ein kleines Booklet. Klein trifft es relativ gut. Und wir haben dann auf der linken Seite im Innendesign eines der Artworks der Media Books. Und auf der rechten Seite gar nichts. Naja, im Inneren ist das also kein besonders spannendes Steelbook. Es fehlt mir auch ein bisschen am Spine. Aber trotzdem muss ich sagen, ist dieses Artwork generell wirklich einfach nur hervorragend gelungen.